Ganz easy eigentlich. Schön. Ach so, warte mal, ich habe jetzt hier ein. LD Organics. Ist es gut? Kann man da Was meinst hin? du? Also ich habe jetzt was auf der Karte Absolut. markiert. Ach so, nee. Hä, ich will doch mit bei dir einsteigen. Jetzt. Kannst du mal die blaue Liste, dieses blaue Menü, dieses Interaktionsmenü, genau so heißt das, aufmachen und dann runtergehen auf alle Sammelobjekte und dann direkt das erste Sammelobjekte und Ach dann so. LD Organics Waren. Was steht da bei dir? 100 von 100. Ah, Warum habe ich denn 100 von scheinbar hat 100? dir. Wahrscheinlich hat er dir dadurch dein Level hochgezogen, Ach indem er dir so. alle Bags gegeben hat. Weil die Ah, geben ja. ordentliche Erfahrungspunkte. Ja, immerhin kann ich doch Und die deswegen Action hast du das üben. Outfit jetzt freigeschaltet Ach dadurch. so. Na, immerhin Das kann wäre ich auch sonst Action. eigentlich nur. Ja. Sag du jetzt erstmal, sonst unterbreche ich schon wieder. Sorry. Alles gut, kein Problem. Immerhin kann ich auch Actionfiguren und Spielkarten sammeln. Ach so. Ja. Und alles andere ist voll bei dir? Ja, Filmrequisiten, Schneemänner und die LG Organics waren. Alles klar, dann wissen wir, wie er dich so hochgelevelt hat. Ja. Ich dachte, das liegt nur an den Actionfiguren. Aber das Komische war ja, bei einem der ersten Folgen, wo mich da auch so ein Modder halt, ich sag mal, in Anführungszeichen belästigt hatte, der hat mir ja auch die Actionfiguren reingeknallt, wo ich dann auch hier oben gesehen habe, wie ich ein Level hochsteige, aber dann wurde ich ja gekickt und dann hatte ich die Actionfiguren gar nicht mehr. Oder alles andere, was ich gesammelt habe. Okay, aber jetzt wird dir das wieder angezeigt, als ob alles da ist. Also zumindest gut, die Actionfiguren habe ich doch 5 von 100. Aber ja, naja. Naja, dein Level ist ja auch geblieben. So, gehen wir mal rein in die gute Stube. Du siehst es ja auch, ne? Ich schätze ja. Ich hoffe mal. Okay, ich rauche mir gerade einen. Ja, du hast ja an denen auch deren Weed gebracht, Ach sozusagen. so. Das waren halt Ach so, das war ein. kleine Tüten mit Weed, die über Los Santos verteilt waren, Ach 100 Stück. so. Ach, ich Also habe eine ihnen es große einfach Schatztruhe. gebracht, sozusagen. Richtig. Ach so. Okay. Ich dachte, wir hätten jetzt eine Und voll coole Mission. dafür haben die dir das Outfit gegeben, was du jetzt anhast. Ja, toll. Und müsstest eigentlich auch Geld bekommen haben. Ja, 50.000. Ja, der Bonus für den Abschluss. Soll ich mal einen Dex anrufen wegen Fooling Mood? Gute Idee. Übrigens, jetzt wo du einen Bunker hast, wenn du die Drogenverstecke ausraubst, kannst du auch dabei Vorräte für den Bunker bekommen. Oh, das ist ja schön. Das gilt auch für das LSD-Labor. Und das gilt auch für alle fünf Motorradclub-Unternehmen. Die brauchen auch nämlich Vorräte. Und dann eins von den sieben, beziehungsweise eins von denen, was du dann schon hast, also in deinem Fall jetzt entweder Bunker oder LSD-Labor, wird halt mit Vorräten dann aufgefüllt. Genau. Das heißt, du bekommst halt Vorräte im Wert von etwa 75.000 geschenkt. Ja. Am besten, man macht das dann natürlich, wenn keine Vorräte mehr da sind. Ja, das stimmt. Kriege ich dann eine Meldung eigentlich per SMS, ja, die Vorräte neigen sich langsam dem Ende zu. Und du musst ja immer selber gucken. Man muss selber gucken. Einem gemeldet wird das erst, wenn die sehr lange leer sind. Okay.
Also jetzt hast du ja gerade volle Vorräte gehabt. Das heißt, gegen 23.30 Uhr oder ein bisschen früher schon, genau. Könnte man das quasi nachkaufen, wenn wir dann noch online sind. Ja. Ansonsten zählt das halt dann fürs nächste Mal. Es läuft halt dann immer weiter, wenn du gerade online bist. Ach so, okay. Okay, ich würde einfach mal aussteigen, oder? Ja, wir müssen die Chemikalien klauen. Ich hab eins. Muss ich die auch nochmal nehmen? Scheinbar ja. Oh Gott, Entschuldigung. So kann man sich auch entgegenkommen. Das stimmt. Ich komme dir entgegen. Oh, ich muss bestimmt jetzt schießen, ne? Ja, richtig. Also gleich da drinne. Warte, dann. So. Ab geht er, Peter. So. Oh, das ist auch hier Epsilon-Musik. Oh, ey, lol. Ich werde vielleicht auch gucken, wo ich hin. Die alle. Aber krieg ich es hin? Danke. Verseuche das Wasser. Ach, die schönen Pflanzen, ne? Aber das ist halt das, was ich auch meine. Hier wachsen nur Blüten oben. Ja. Wobei die hier schon ganz gut aussehen, weil hier ist das schon getrennt. Muss mal sehen in der Hanfplantage vom Motorradclub. Da sehen die Katastrophe aus, finde ich. Die haben halt wirklich nur so ein Klops oben drauf. Ja. Warte, müssen wir den jetzt schalten? Achso, du machst das gleich. Okay. Teamwork. Schön. Jetzt gehen wir durch die Chemikalien. Oh Gott, haben die gerade einen Depp gemacht? Ich glaube, das sollte ein. Oder? War das ein? Verzweifelter Versuch sein, sich vor den Tropfen zu schützen. Um Gottes Willen. Nein. Hier darf man sterben. Okay, ich wollte gerade sagen, der ist gerade richtig anstrengend. Ey, fast schon Saints Row Vibes, ne? Junge, Alter, das stört mich nicht mal. Ich hasse Clowns. Ich glaube ja immer noch, dass die das programmiert haben, in dem Moment nicht nüchtern gewesen sind. Nee, das stimmt. So, kann ich weiter. Das sind Astronauten noch. Alien. Du wirklich solche Filme schiebst? Du meinst jetzt auf LSD? Ob das so aussieht? Keine Ahnung, Junge. Ob du da an Clown denkst, ist brauch ich wieder. Boah. Weg. Das bin ich weg. Vorher war ich gesprengt, jetzt bin ich weg. Kommt wahrscheinlich drauf an, was im Unterbewusstsein so abgeht. Also dann kann ich mir vorstellen, bei einem Bad Trip kann man wahrscheinlich auch ziemlich übel Sachen sehen. Nee, hallo, Sinasum, bitte mal weg. Bitte, danke. Es soll ja mal einen Fall gegeben haben, wo 15-jähriger Engelstrompeten konsumiert hat. Ist ja auch ein Halluzinogen. Mhm. Nur anders als LSD kann man da nicht zwischen der Realität und
Wahrnehmung unterscheiden. Oh, das ist schwierig. Richtig, also er war fester Überzeugung wohl gewesen, dass das, was er sieht, auch wirklich der Realität entspricht. Und meint dann vor seinem Fenster einen Drache, fliegenden Drachen gesehen zu haben. Wollte auf den Drachen draufsteigen, um mit dem eine Runde zu fliegen. War aber irgendwo in einem sehr hohen Stockwerk gewesen. Da war natürlich kein Drache, wie du dir vorstellen kannst. Ja. Ich finde das so krass. Also was kann echt manchmal richtig übel enden. Deswegen nehmen keine Drogen. Zumindest LSD nicht. Naja. Du hältst die Leute dadurch ja nicht davon ab. Ja. Und dann denke ich... Was ich zum Beispiel krass... Ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass dann irgendwie... Ja... Nicht unbedingt so anzugehen von wegen ganz oder gar nicht, sondern eher vielleicht irgendwie, wenn jemand das unbedingt machen will, dann wie kann er das möglichst sicher machen? Ja gut, das ja. Ich hatte jetzt mal eine Dokumentation über San Francisco angeschaut und da ist der Drogenkonsum ja auch extrem in die Höhe geschossen. Und die haben ja viel mit Opium und Fentanyl gedealt und haben dort die Leute halt süchtig gemacht. Und auf jeden Fall gab es ein neues Schmerzmittel, was du für Pferde, ich glaube Tranquilas irgendwie so hieß der Stoff oder die Flüssigkeit. Und das hast du für Pferde, also als Beruhigungsmittel für Pferde hast du das halt verwendet. Und das haben die sich halt in natürlich kleinerer Dosis reingeknallt. Und okay. Waren, soweit ich das in Erinnerung habe, so mehr oder weniger halt sofort abhängig. Und als Nebenwirkung hatte das auch noch gehabt, dass deine Zellen absterben bzw. sich entzünden. Auf jeden Fall hast du dann wirklich da die armen Leute gesehen, die halt davon abhängig sind, ne? Die konsumieren das natürlich und wo die wirklich wie so offene Wunden haben, ne? Das war richtig ekelhaft, da haben die dann so das Knie halt, ne? Haben die Hose hochgezogen und dann hast du dort Löcher drin gesehen, ne? Im okay. Knie. Ne, weil halt einfach das ja. Gewebe, die Nerven, irgendwas ist abgestorben und das war und mein Gott. Ja, das ist schon echt, echt heftig, ne? Und wie gesagt, brauchst das ist. Brauchst du noch Panzerung? Wir sind jetzt gerade bei Ammunition. Oh, warte. Entschuldigung. Ich war in unserem Drogentalk gerade so. Ja, alles gut. Nee, aber ich fand das so krass, wo ich mir denke, okay, es gibt ja wirklich Menschen, die das konsumieren und wissen rein theoretisch um die Nebenwirkung Bescheid. Also mich würde das zu Todes abschrecken, wenn da mein Bein abfault, beziehungsweise irgendwelche Löcher drin sind, die wahrscheinlich nie wieder weggehen und ich dann so abhängig bin, dass ich mir das Zeug dann reinknalle und auch reinknallen muss, weil ich sonst nicht aushalte, ne? Aber es war echt erschreckend, ne, wie diese armen Leute, ne, eigentlich keine Chance mehr haben. Mehr oder weniger das Leben auf die Reihe zu bekommen. Und dann hatten die das, glaube ich, dann beleuchtet, ne, warum das so ist, weil das ist halt über die Jahre hinweg so angestiegen. Und ich glaube, in San Francisco sind die Immobilienpreise extrem durch die Decke gegangen. Die haben auch sehr viel gebaut gehabt. Und da gab es zum Beispiel einige, die haben zum Beispiel 2 Jobs gehabt, wo du insgesamt, glaube ich, $5,000 im Monat verdienen hättest müssen, um überhaupt deine Immobilie oder deine Miete bezahlen zu können. Okay, krass. Dann sind die halt, ne, also weiter abgewandert in diese, sag ich mal, Drogenviertel, Drogensümpfe. Und, also nicht alle, aber dann gab es auch einige, die sind dann leider dort reingerutscht. Oh, und das, ich und weiß das, gar nicht, kannst du die Wache hier eigentlich auch ausrauben? Nö. Hab mir schon gedacht, was du mit dem Typen machen willst, aber... Mist, sorry, da kann das nämlich nur einer. Gut, nächstes Mal lass ich dich das. Ach, alles gut. Auch wieder schlauer. Das sind halt mal eben kurz schnell 7.000, ne, die man einsammeln kann. Ja. Ach, er hat mir schon so viel Anteil an den ganzen Heiß gegeben, da... Aber du brauchst ja auch noch einiges, ne? Ja.
für die Unternehmen, glaube ich, braucht man schon 100 Millionen ungefähr für alles, wenn nicht sogar fast 200. Das sind die ganzen Fahrzeuge noch nicht mit eingerechnet, die man sich vielleicht auch kaufen will, ne? Richtig, genau. Das sind erstmal an die Unternehmen, so dass man dann auch ein stabiles, passives Einkommen hat. Mhm. Nee, du hast ja noch keinen Drogen. Doch, du hast LSD-Labor. Ja, habe ich glaube ich noch nicht. Also ich war bei dem Drogen, genau bei der lila Sprechblase und da heißt es, nee, du musst auch LSD-Labor kaufen. Machen wir die Tür noch zu, ne? Oder? Geht das? Nee. Das passt schon. Ja, oh. Mit dem Reden? Ja, nee. Nee, Meth-Labor. Kokain, Gras, LSD. Nee, kaufe. Ich muss auch LSD-Labor kaufen. Ach so, dann zählt er das bei dir noch nicht. Okay. Weil eigentlich hast du ja schon eins. Hm. Vielleicht musst du das dafür auch erstmal aufrüsten. Kann sein. Na gut, dafür machen wir ja die Fooling-Jobs. Ja. Wollen wir dann bei dir Kayo weitermachen? Hm, ja, gerne. Muss ich nur. Warte mal. Fahrzeuge, Kosatka, Sparrow. Achso, da hinten ist er, warte. Kannst du, wenn du willst, mit reinsteigen. Ich kann aber nicht garantieren, dass wir ja auch landen werden. Alles gut. Das ist meine Kosatka. Warte mal. Vertrau dir mein Leben an. oh, schwierig. So, was lädt, stand, Ausrüstung in der Lage über Matarazzo wurden gefunden. Die Ausrüstungsphase kann jetzt beginnen. Die notwendigen Ausrüstungsmissionen müssen abgeschlossen werden, um das Finale freizuschalten. Okay, so this is master planning screen. Central hub of the whole operation. Everything you photograph on the island will be displayed here. Infiltration points. Hm, ich muss überlegen, wie war das nochmal bei dir mit der Beute gewesen? Other things. You select item on the left. It will be shown. Boah, du weißt wahrscheinlich auch nicht mehr, wie viel Gold da war, ne? Nee, also ich habe jetzt hier zusätzliche Beute, Infiltrationspunkte 7 von 8, Fluchtpunkte 4 von 4, Zugangspunkte zum Anwesen 6 von 6, Interessantes 3 von 6. Hm, das kann ich soweit auch sehen. Achso. Ja, dann denke ich, macht tatsächlich Sinn und bei Annäherungsfahrzeug, also das ist dann unter Ausrüstung. Warte, wie komme ich da? Achso. Und dann bei Annäherungsfahrzeug wird es wahrscheinlich am besten sein, wenn wir die Longfin nehmen, das ist dieses Boot. Dass wir dann quasi erstmal wieder am Flughafen starten können. Das ist halt die Sache bei der Planung. Man passt das an der Beute an. As Plan B or maybe Plan A, up to you. Finally, the island security relies on shipments of weapons, ammunition, body armor, air support. We interrupt this, we make our lives a little easier and maybe a little longer too. So, warte mal, ich bin noch da. Ja, ich, der hat doch gerade geredet, der Typi. Equipment, Waffe, Sabotage. Annäherungsfahrzeuge dann bestimmt, oder? Ja, genau. Flugzeug Alkonost. Oh, sieht aber auch schön aus, ne? Patrouillenboot. Boot Longfin, ne? Genau. Okay, habe ich das mal ausge. Gut. Goodbye. So. Achso, ja, W muss ich noch drücken. Ach Gott. Wo hast du eigentlich das Outfit her? Schätze, das kriegt man wahrscheinlich bei der Kassiererin von dem Klamottenladen. Ist die Frage von welchem? Ich meine von diesem noblen Laden. Ah, okay. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Outside this.
Ich markiere schon mal einen Punkt, aber da müssen wir jetzt noch nicht hin. Okay. Da müssen wir nämlich gleich hin, wenn wir das Boot haben. Und wir müssen gleich ein bisschen entfernt von dem gelben Punkt landen, okay, dass wir nicht direkt die Cops triggern. Ja. Wir stellen gleich wieder den LKW mit der Rampe. Dann können wir damit wieder easy durchziehen. Stimmt. Um den selbst zu holen, braucht man ein Fahrzeuglagerhaus. Und um das holen zu können, braucht man ein CEO-Büro. Also du kannst, ja, quasi. Achso, die Zugmaschine brauchst, ne? Nicht immer. Hier ungefähr landen. Ja, wo, machst du wo? Gut. Was? Da. Achso, bei mir warst du schon am Boden. Achso. Nee. Ich dachte, ich muss zur Zugmaschine. Nee, die bestelle ich ja gleich. Den LKW mit der Rampe. Achso. Warte, ich lande jetzt ganz geschmeidig. So. Tada. Sehr gut. Da ist er noch. Das sieht schon echt geil aus, ne? Willst du mal probieren? Ja, gerne. So, und jetzt kann ich ja einfach dort rein, ne? Genau, richtig. Muss nur den Hänger gleich anhaken, also dann am besten rückwärts da reinfahren. Ah, was? Wie konnte ich nochmal Hänger? Ich hoffe, das wird nochmal angezeigt. Dafür musst du einfach nur unter dem Hänger sein. Dafür musst du nichts drücken. Hä? Ah, okay, tschüssi. Ja, und unser Ziel ist das, was markiert ist. Okay. Aber der fährt sich echt gut, der LKW, ne? Das ist echt geschmeidig. Das macht Spaß, ne? Ja. Muss erstmal ein paar Autos mit wegkicken. Ja. Das macht Laune. Wie bekommt man den? Man braucht halt, ein Fahrzeuglagerhaus, beziehungsweise dafür braucht man erstmal ein CEO-Büro. Also erstmal CEO-Büro kaufen, dann Fahrzeuglagerhaus kaufen und dann kann man den LKW kaufen. Ah. Wenn man den besitzt, kann man den halt jederzeit easy bestellen. Nice. Also günstigste Variante ist, CEO-Büro kostet 1 Million. Mhm. Fahrzeuglagerhaus ist das günstigste, glaube ich, 1,6 Millionen. Und der LKW, schau mal gerade nebenbei, wenn das angezeigt wird, wie viel der kostet. $2,55 million. Okay. Sprich, man braucht 3,1, etwa 4,1 braucht man. Für alle drei Sachen dann, um letztendlich diesen LKW kaufen, besitzen zu können. Ja, das ist halt typisch so, Paywall halt, ne? Ja, ja. So. Oh. Und dann genau da, wo das Tor ist, da müssen wir einfach rein. Hier? Ja, genau. Da, wo Keep Clear vorsteht. So. Ah, mach du mal schneller auf. Meine Jüde. Nein, ich tu auf. Und ach genau, so, hier einfach stehen bleiben. Aber den Kopf müssen wir noch abschütteln. Genau, aber dafür gibt es einen ganz einfachen Weg. Ja. Wir laufen jetzt hier hinter dem Haus. Ja. Dann können wir uns erstmal eine Weile hier hinstellen, solange die noch nicht so nah sind. Hm.
Und jetzt springen wir ins Wasser. Okay, warte. Hui. Und dann untertauchen. Mhm. Da können die eigentlich sehen. Stimmt, ja, Wasser ist immer hier der beste Flucht. Oh, okay, ja, ich muss mal kurz auftauchen, weil... Fuck. Ja, meine Lunge ist nicht ganz so gut wie deine. Ah, oh, sorry, habe ich alles gut. Nicht bedacht. Dann hast du wahrscheinlich die Sterne noch, ne? Kein Problem. Dann begib dich einfach in Sicherheit. Dann liefere ich den schnell ab, dann sollten die Cops sich gleich in Ruhe lassen. Okay. Ich habe mich jetzt eigentlich ganz gut versteckt. Das ist nur die Frage, ja, mal gucken, ob die mich in Ruhe lassen. Jetzt sollten die dich in Ruhe lassen. Ja, nicht ganz. Ich habe ein gutes Versteck gefunden. Die müssen mich nur kurz mal in Ruhe lassen. Ah, jetzt. Okay, warte. Ich will da drei hin. Theoretisch dürften die mich nicht sehen. Doch, natürlich sehen die mich. Hä? Die können mich doch gar nicht hier drin sehen. Kannst du auch easy deinen Sparrow bestellen. Achso, warte, die sehen mich gerade nicht. Warte mal. Mal gucken. Ich bleib einfach hier unten drin. Weil sobald du in der Kosatka bist, bist du die Sterne auch wieder los. Achso. Ja, ich chill hier noch ein bisschen im offenen Meer. Deswegen habe ich das Lungenvolumen 20. Ja, ich bin ein richtiger Fuchs. Hab nie dran gezweifelt. Ah, jetzt habe ich sie weg. Okay. Hey, remember, I need certain gangs taught a lesson. You'll make some money out of it as well. Oh. Oh, nee, warte. Ups. Oh. Ha! Telepathie! Ja. So, warte, ich parkiere meine Kosatka. Dort. Die kann ich sehen. Ach so, okay. Ich glaube, die wird auch angezeigt, wenn man nicht in einem Business ist. Na gut, dann als Freund, ne? Ja, genau, richtig. Aber ich glaube auch sogar, selbst wenn man nicht befreundet ist, nur dann wird die einem, glaube ich, in weiß angezeigt. Hm. Stimmt, befreundet wird einem ja in blau angezeigt. Hm. Aber ich muss... Oh! Ich wollte schon in die Kosatka rein, also. Und da war ich ja rein. Ich habe gedacht, okay, was macht er jetzt? Ja, vielen Dank. Ich hatte gerade schon E gedrückt. Warte mal. Danke.